Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und heute haben wir eine Glaubensfrage, die wir klären wollen. Und dazu habe ich euch was mitgebracht. Ich habe hier nämlich einmal einen Spanngurt und ein Spannschloss. Und warum ich lieber den Spanngurt verwende, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich habe jetzt erstmal hier so ein Spannschloss in der Hand. Das sieht erstmal super robust aus, eine stabile Geschichte, wirkt super stabil. Handhabung ist leicht, hack's unten ein, oben ein, dreh hier und dann ist es fest. Soweit die Theorie. Ich habe in der ganzen Zeit, die ich mit Wohnkabinen beschäftigt bin, unglaublich viele Spannschlösser mittlerweile entsorgt und Kabinen auf Spanngurte umgerüstet, weil ich die Handhabung persönlich bei einem Spanngurt einfach viel einfacher und besser finde. Zum einen ist es so, wenn ich jetzt dieses Spannschloss festdrehe, muss ich das danach irgendwie gegen Verdrehen sichern, weil sobald das locker wird, kann sich das drehen und bewegen. Und dementsprechend verliere ich dann meine Zugfestigkeit. Eigentlich wäre es so, ich würde das Spannschloss festziehen und würde hier mit einer Kontermutter, so wie es hier gemacht ist mit der Verlängerung, das Ganze sichern und gegendrehen, was aber in vielen Positionen unheimlich schwierig ist. Ein grober Schutz gegen Verdrehen, das seht ihr hier hat jemand das angebohrt, da ist ein Loch für einen Splint. Ich kann hier einen Splint reinstecken, das ist die eine Möglichkeit. Jetzt gucke ich mir aber so ein Spannschloss an und stelle fest, da ist bei diesem Spannschloss speziell nicht an irgendeiner Stelle drauf geschrieben, was dieses Spannschloss überhaupt kann. Hier steht drauf M14, das könnte ich jetzt im Internet nachlesen, BK steht hier, ein L für Linksgewinde, aber mehr sehe ich dazu nicht. Ich weiß nicht, was die Haken können. Ist für mich erstmal, damit unterwegs zu sein, eine Sache finde ich schwierig. Der nächste Punkt eben ist, wir haben jetzt hier so ein Spannschloss dran. Und ihr seht, das Spannschloss, das ist hier locker. Das ist hier auch schon fast zusammengedreht. Und damit das Spannschloss hier am Fahrzeug passt, wenn ich hier unten reingreife, da ist ein Stück Kette dran. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Schäkel, ich habe das Spannschloss, ich habe da unten ein Stück Kette. Das ist auch M12 das Ganze. Also da kann ich nicht so richtig greifen, was kann das jetzt und wozu ist das tauglich? Jetzt muss ich sagen, wir haben hier eine Wohnkabine, die ist von 1990. Das wird da schon ziemlich lange dran sein und das hat auch funktioniert. Aber ich bin der Meinung, dass ein Spanngurt, so wie wir den hier haben, ich mache den mal auseinander, die haben wir also seit mittlerweile gut 15 Jahren im Einsatz. Dieser Spanngurt, der fängt erstmal an mit einer ganz wichtigen Kleinigkeit, nämlich ihr habt hier die technischen Daten dran. Das ist ein Gurt, den lassen wir auch für uns anfertigen. Der ist geprüft nach der EN 12195-2. Da ist ein Produktionsdatum drauf, da ist die Länge drauf. Da ist angegeben, welche Zugfestigkeit der hat, welche Bruchfestigkeit der hat. Da ist der Dehnungswert dran. Das ist ein Zurmittel, was vollumfänglich beschrieben ist und das darf ich auch nur so lange verwenden, wie dieses Schild an dem Gurt ist. Ist das Schild ab, ist der Gurt zur Ladungssicherung nicht mehr zugelassen. So, und das ist für mich aber etwas, da kann ich schon mal anhand der technischen Daten sagen, das kann ich einfach benutzen. Jetzt haben ganz viele Kunden erstmal Vorbehalte und sagen, ah, so ein Spanngurt, den muss ich da einhängen, da muss ich ratschen, ich weiß nicht, wie ich den aufkriege. Das ist mitunter etwas, wenn man da das erste Mal dran geht, muss man sich einmal reindenken, aber dann funktioniert der super. Und wie gut der funktioniert, zeige ich euch jetzt am Objekt. Jetzt stehen wir hier mit unserem schönen Spanngurt. Bisschen Werbung. Der Spanngurt ist erstmal ein flexibles, schönes Material, mit dem wir darauf achten müssen, dass der nicht beschädigt wird. Weil wenn so ein Spanngurt irgendwo eingerissen ist oder eingekerbt ist oder hat eine Scheuerstelle und da kommen Fäden raus, dann ist der unbrauchbar und darf nicht mehr verwendet werden. Um dafür zu sorgen, dass der Spanngurt nicht beschädigt wird, haben wir solche Ösen. Da läuft der Gurt durch und bleibt geschützt, während eben der Haken dann an einer entsprechenden Stelle eingreift. Wir haben uns jetzt eine Geschichte gesucht, wo wir es machen können. Hier bei unserem Aufstiegsleiterschutz, da können wir das ganz gut darstellen. Und wenn ich jetzt diesen Spanngurt mir anschaue, dann nehme ich die beiden Haken und ziehe die beiden Haken auf den Gurt. Jetzt habt ihr bei dem Gurt
Schaut mal hier aus der Nähe hin. Wir haben einmal eine Seite mit schwarzen Punkten und die andere Seite hat keine. Das heißt, ich sehe jetzt hier, aha, da kommen die schwarzen Punkte lang. Das heißt, ich muss die Ösen einmal umdrehen. Jetzt habe ich hier unten die beiden Ösen hängen. Und jetzt nehme ich den Gurt und ziehe den hier durch. Und jetzt hole ich mir das andere Ende hier wieder zurück. Klappe die Lasche ein bisschen runter. Und jetzt nehme ich mir die Öse von unten rauf. Das ist die Position, in der ihr den Spanngurt später haben müsst. Also, wir wiederholen es nochmal. Ich habe den Spanngurt, ich habe die Ratsche. Ich stelle mir den Schlitz so, dass ich hier gut durchkomme. Achte darauf, innen keine schwarzen Striche auf beiden Seiten. Fädel den Gurt hier durch. Nimm den nach oben. Nimm eine der Ringösen und hab das Bild. Wenn ich das soweit zusammen habe, geht es ans Einhängen. Jetzt stelle ich hier fest, unten passt der Haken. Hier hätte ich den Haken lieber andersrum. Also Gurt nochmal raus, Haken rausnehmen, ich drehe den Haken um, fädel wieder hier ein, ziehe den Gurt nach oben und jetzt habe ich die Haken beide in der richtigen Position. Wäre das jetzt meine Wohnkabine, würde ich unten durchgreifen, unten einhängen und würde dann den oberen Haken hier einhängen. Jetzt haben wir hier den Gurt etwas kürzer als der Abstand ist. Nehmen wir also die beiden Haken. Ich hänge den Gurt unten ein. Und jetzt achte ich darauf, dass der Gurt nicht verdreht ist. Der Gurt muss immer gerade laufen. Der darf nicht verdreht sein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit mit unserem Spezialgurt, jetzt kann ich die Ratsche an jede beliebige Stelle auf dem Gurt bringen. Denn unsere beiden Haken, die wir haben, da läuft der Gurt lose zwischenlang. Hier unten ist jetzt ein bisschen robuster, weil da das dicke Ende ist, aber ich kann den Haken in jede gewünschte Position bringen. Wenn ich jetzt den Gurt spannen möchte, der Gurt lebt davon, dass dieses Material auf der Rolle ineinander gerät und dadurch Reibung aufbringt. Das heißt, wenn ich den Gurt richtig jetzt stramm ziehe und knack den hier rein, dann habe ich den hier an der Stelle nur ganz minimal überdeckt. Und dadurch fehlt dem Gurt Reibung. Also ich löse den Gurt nochmal. Ich ziehe den Gurt stramm, löse den nochmal ein Stück. Und jetzt fange ich an zu ratschen. Und dadurch bekomme ich hier, ihr seht, hier ist jetzt Material auf der Rolle. Und dadurch bekommen wir einen Reibwert. Und dadurch ist dieser Gurt, wenn ich den einmal festgezogen habe, dann ist der Gurt fest. Jetzt kann es sein, dass sich eure Wohnkabine auf der Ladefläche noch ein bisschen setzt, wenn ihr zum Beispiel eine Laderaumwanne drunter habt. Die federt ein kleines bisschen. Oder die Kabine hat sich noch ein kleines bisschen irgendwo gerade gerückt, weil sie vorne nicht ganz anstand. Dann könnt ihr später nochmal hergehen und könnt sagen, jetzt ziehe ich nochmal und mache noch einen Knack mehr. Ein so befestigter Gurt löst sich nach meiner persönlichen Erfahrung nicht mehr. Es ist trotzdem sinnvoll, nach den ersten 50 Kilometern mal zu gucken, ob alle Gurte richtig sitzen. Und auch während einer längeren Reise ist es durchaus sinnvoll, zwischendurch mal ein Auge drauf zu haben. Wenn ich jetzt den Spanngurt lösen möchte, schnappe ich mir die Lasche, ziehe diesen Hebel hier nach unten und drehe den Spanngurt hoch. Halte die Lasche dabei gezogen, jetzt macht es knack. Dann drehe ich die Lasche ganz gerade und jetzt kann ich den Spanngurt lösen und freiziehen. Und so kann ich den ganz einfach und simpel auch wieder rausnehmen. Wenn ich jetzt den Spanngurt wieder festmachen möchte, ziehe ich das Ganze wieder stramm, ziehe es ein bisschen vor,
und betätige meine Ratsche, bis ich wieder Material drauf habe. Wenn ich so ein Spanngurt verwende, ist das für mich immer ganz wichtig, dass ich nach oben ziehen muss. Ich hänge in der Wohnkabine, greife durch das Zurloch und dann ziehe ich nach oben mit dem Bizeps den Gurt stramm. Ist der andersrum und ihr müsst nach unten drücken, besteht einmal die Gefahr, dass ihr vom Gurt abrutscht. Dann haut ihr irgendwo unten in die Ladefläche oder haut vielleicht mit dem Kopf auf die Zuröffnung. Wenn ihr zieht, habt ihr Kraft und Gefühl bei der ganzen Sache. Und das ist eben die Verwendung von so einem Spanngurt. Ich persönlich bin ganz großer Fan von diesen Spanngurten. Die haben wir, wie gesagt, seit mittlerweile gut 15 Jahren im Einsatz. Und das Prinzip mit den beiden losen Haken hier drauf, das hat mir mal ein Kunde mitgebracht vor eben circa 15 Jahren, weil normale Spanngurte gingen mir immer auf den Keks. Ein normaler Spanngurt hat den Haken und die Ratsche und ihr habt einen Haken und das Band. Und meistens ist dieses Stückchen zwischen Ratsche und Haken, das ist entweder zu lang oder zu kurz. Aber das passt selten richtig. Und hier seid ihr wirklich ganz frei drin, zu sagen, okay, ich habe den Radkasten da im Weg, ich löse den Gurt nochmal, ziehe das Ganze ein bisschen runter. Und ich kann sogar hier, das sei auch nochmal gesagt, ich kann die Ratsche bis ganz unten ranziehen. Also auch wenn ich es irgendwo sehr eng habe, so nah komme ich unten ran. Das ist auch eine Besonderheit beim Spanngurt. Wenn ihr mit der Ratsche unten anschlagt, ist das super, weil der Gurt oder die Ratsche wandert auf dem Gurt immer nach oben. Das heißt, wenn ihr wenig Platz habt, fahrt ihr bis ganz unten runter und dann könnt ihr ratschen und dann wandert die Ratsche ein Stückchen hoch. Jetzt mache ich das mal lose und ziehe das in die andere Richtung. Wenn ihr mit dem Gurt zu weit oben anfangt zu ratschen, dann wollt ihr den stramm ziehen und dann seid ihr auf einmal oben. Dann hängt ihr an der Ratsche, weil der wandert eben immer ein Stückchen rauf beim Festmachen. Da immer drauf achten und sollte es mal der Fall sein, dass ihr mit dem Spanngurt in der Situation seid, ihr habt jetzt nach oben keine Möglichkeit mehr, den aufzuklappen. Dann schaut mal hier rein. Hier dieser Steg, der ist hier auch ausgebuchtet. Wenn ihr hier reingeht mit einem Schraubendreher, dann könnt ihr den Schieber zurückziehen und könnt den Gurt lösen. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Dafür nehme ich den hier mal wieder ab. Also, der Spanngurt funktioniert folgendermaßen. Ihr ratscht und ihr seht, das ist der Blockierer. Ihr zieht wieder einen Strammer, der rastet hier ein. Und wenn ich jetzt das zurückziehen möchte, ziehe ich hier und dann drückt die Lasche diesen Hebel hier runter. Und wenn ich diesen Hebel nicht runterdrücken kann durch die Lasche, weil ich hier nach oben keinen Platz habe, kann ich mit einem Schraubendreher hier unten auf das Blech gehen. Und dann drücke ich den runter und da seht ihr schon, da fällt er mir schon entgegen. Also die Verwendung von einem Spanngurt finde ich persönlich unheimlich einfach. Der Spanngurt ist geprüft und es steht alles an Lasten drauf. Der Spanngurt hat so eine ganz gewisse Restelastizität. Wenn ihr euch noch wundert in Holland, was heißt Let op Drempel und eure Wohnkabine mit dem Pickup so leicht sich in die Lüfte hebt, weil ihr mit 30 über eine Bodenwelle gefahren seid. Der Gurt ist nicht starr und knallt voll rein, sondern es ist eine gewisse Elastizität da, die etwas von der Kraft, die dann auf die Kabine wirkt, abfedert. Das ist auch für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und eben, wie gesagt, die einfache Handhabung. Habt ihr das System einmal durchblickt, meine ich, ist ein Spanngurt das bequemste, was ihr nehmen könnt, um eure Kabine zu befestigen. Ja, wenn ihr weitere Informationen rund um das Thema Wohnkabinen haben wollt, schaut euch unsere Serie Wohnkabinenfakten an. Dort findet ihr Infos zu vielen verschiedenen Themen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da. Eure Fragen postet in den Kommentaren und abonniert bitte unseren Kanal und klickt dann auch die kleine Glocke an. Dann werdet ihr aktiv informiert, wenn das nächste Video erscheint. Ich blende euch hier jetzt nochmal unsere E-Mail-Adresse ein.
Wenn ihr unseren Newsletter erhalten wollt, einfach eine E-Mail an info@wohnkabinencenter.de schicken, Stichwort Newsletter, dann tragen wir euch ein und ihr bleibt auch da immer auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und immer sichere Fahrt. Euer Jens vom Wohnkabinencenter.